Länderspielpause. Die meisten Spieler des FC Bayern München sind bei ihren Nationalteams. Aber an der Siebener Straße wird natürlich trotzdem trainiert und viel geredet. Denn Uli Hoeneß hat einige interessante Aussagen getätigt. Wir sind gerade dabei, unsere Mannschaft zu verjüngen. Das ist das größte Investitionsprogramm, das der FC Bayern je hatte. Da hat er recht, der Kader ist zu alt. Also Robben, kurz vorm Karriereende, Ribéry genauso. Geld müsste ja genug da sein, denke ich. Also was Frisches, klar, für die jungen Frauen, was Frisches zum Angucken. Auch immer, immer nicht schlecht. Also Millionen ist halt ein großer Begriff. Man dürfte halt nicht übertreiben. Tja, der Verein hat's, ne? Ganz im Gegensatz zu ein paar Straßen weiter. Wunschspieler. Spieler von Ajax Amsterdam, ich glaube, dass die eventuell nur relativ günstig zu haben sind und dass da definitiv Potenzial ist. Der Lucas Vazquez, der ist natürlich nicht schlecht, vor allem auch jetzt hat Verteidigerposition. Timo Werner ist ja auch noch jung, ist auch schon eher ein Star, sag ich mal. Unsere jungen Spieler, wie Davis oder von der zweiten Mannschaft und so, die müsste man halt wirklich mal mehr Einsatzzeiten geben. Man kann nicht dauernd bloß kaufen, weil dann ist die Jugend irgendwann einmal unmotiviert, weil sie genau weiß, die kaufen sowieso Spieler. Also die Fans des FC Bayern München sind sich einig. Transferoffensive ja, Investitionen ja, aber den eigenen Nachwuchs dabei nicht außer Acht lassen. Von einem besonders jungen Kader konnte hier heute an der Siebener Straße beim Training natürlich nicht die Rede sein, denn die meisten jungen Spieler sind natürlich bei den Nationalteams mit dabei, waren dafür Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller und Franck Ribéry.